Für Daniel Scherning ist es nach eigener Aussage ein emotionales Highlight, gegen den VfL Osnabrück anzutreten. Vor 2 Jahren trainierte er noch den VfL in der 3. Liga, nun also sein Debüt als Eintracht-Coach gegen seinen Herzensclub, den VfL Osnabrück. Scherning baut die Eintracht in Blau-Gelb nach dem 0:2 in Hannover um. Gomez, einer von 4 Neuen im Team, und Krüger verfehlt nur knapp die Führung. 2. Minute, es geht verheißungsvoll los für die Eintracht. Kurz danach muss Osnabrück schon das erste Mal wechseln. Jamfi ersetzt Kapitän Beermann, der sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzt hat. Braunschweig in der Anfangsphase mit klaren Vorteilen. Krause hat hier extrem viel Platz. In der Mitte Gomez und der macht ihn rein. 1:0. Die mit nur 8 Treffern harmloseste Mannschaft der Liga führt früh. Sehr zur Freude von Daniel Scherning. Bitterer Auftakt für den VfL. Vor allem für Jamfi. Ausgerechnet der für Beermann eingewechselte Verteidiger verliert 100 Sekunden nach seiner Hereinnahme das entscheidende Duell. Und so erlebt Daniel Scherning sein erstes Tor als Eintracht-Coach. Besser könnte es hier für ihn nicht losgehen. Osnabrück kann mit 68% Ballbesitz kaum was anfangen. Oft schaltet die Eintracht schnell um nach Ballgewinn. Gomez raus auf Krüger. Und in der Mitte ist Krause völlig frei. Die Riesenchance zum 2:0 nach 44 Minuten. Wenn die Braunschweiger kontern, dann ist Osnabrück in Not. Schwer was los kurz vor der Pause in diesem Kellerduell. Jetzt mal der VfL. Aydini mit der Flanke zunächst mal geklärt und dann Torwart Hoffmann auf dem Weg zum Ball und plötzlich geht Kleinhanzl zu Boden. Die Osnabrücker fordern vehement einen Strafstoß und jetzt kriegen sie ihn auch. Hoffmann trifft die Hacken von Kleinhanzl, der nimmt dankend an. Entscheidung okay. Der Elfer, die Angelegenheit für den routinierten Michael Cuisance und der zum 1:1. Mit dem ersten Torschuss der Partie trifft Osnabrück zum Ausgleich. Hart und platziert geschossen vom ehemaligen Bayern-Profi. 1:1 zur Pause, das ist trotz ansprechender Leistung zu wenig für Braunschweigs neuen Trainer Daniel Scherning. 2. Hälfte, Rudelbildung nach rund 1 Stunde in Höhe der Mittellinie. Es geht um einen schnell ausgeführten Freistoß. Der bereits verwarnte Torschütze Cuisance steht im Weg und sieht dafür von Schiri Lechner gelb-rot. Der Franzose baut sich auf, anstatt sich aus dem Staub zu machen. Das darf so einem routinierten Mann eigentlich nicht passieren, auch wenn die Entscheidung natürlich hart ist. Der VfL also dezimiert. Noch 20 Minuten regulär. Tesche verdaddelt hier den Ball. Rittmüller. In der Mitte Gomez, Grill und dann Donkor zum 2:1. Anton Donkor trifft an seinem 26. Geburtstag. Das ist auch für seinen neuen Trainer ein schönes Geschenk. 71. Minute. Das geht zu schnell für die Gäste. In der Mitte hat Jamfi zum wiederholten Mal das Nachsehen. Rein in die Schlussphase. Es gibt Eckball für Osnabrück. Achtung! Wiemann köpft Geburtstagskind Donkor an. Die Gäste wollen erneut einen Elfer haben und kriegen ihn auch. Knifflige Situation, das Handspiel unstrittig. Aber eine Absicht oder unnatürliche Armbewegung von Donkor ist nicht auszumachen. Aber Lechner bleibt dabei und liegt mit seiner Entscheidung auch nicht komplett daneben. Cuisance ist vom Platz geflogen. Jetzt darf Stürmer Engelhardt ran. Und auch der macht das ganz souverän. 2:2. Der VfL mit 2 verwandelten Elfern in Unterzahl auf dem Weg zum Punktgewinn. Und dann 7 Minuten Nachspielzeit. Die sind bereits abgelaufen. Aber es gibt noch diesen letzten Versuch der Gastgeber, Dekarli. Der Ball landet bei Bicakcic. Tor! Das ist ja vollkommen irre. Tor für Braunschweig in der 8. Minute der Nachspielzeit durch Ermin Bicakcic. Aber auch dieser Treffer wird überprüft. Abseits oder nicht? Das ist die große Frage. Es sind für alle Beteiligten quälende Minuten. Denn es dauert unfassbare 5 Minuten bis zur Entscheidungsfindung. Und es ist trotz der Linie kaum auszumachen. Dann ist es soweit. Schiri Lechner gibt das Tor. Drama pur beim 3:2-Sieg von Braunschweig über Osnabrück.
Ich glaube erstmal, dass es kein Trainersieg war, sondern ein Sieg der gesamten Mannschaft, wenn man dann auch sieht, wie die Mannschaft außenrum, die Bank und alle sich freuen, alle mitgehen, dann ist das erstmal ein Sieg des gesamten Teams. Ich habe versucht, den Jungs ein Stück natürlich Glauben wiederzugeben. Das ist natürlich jetzt auch nach letzter Woche gegen Kiel schon in der letzten Sekunde 2 Punkte verschenkt, heute einen Punkt in Unterzahl hergegeben. Das ist schon hart. Für Daniel Scherning hingegen ist das 3:2 über Osnabrück ein Top-Einstand.